Ja, Mahlzeit, hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 15. Glück im Unglück. Jetzt bei den Bearbeitungen der Folge ist mein Rechner abgeschmiert. Hoffentlich habe ich jetzt wieder ein bisschen Vorlauf, bis er das nächste Mal tut. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung. Er stürzt sporadisch ab, keine Ahnung warum's. Oder, na, eigentlich wissen wir ja, woran es liegt. Aber er hat immer noch nicht seinen neuen Prozessor. So, und ich möchte jetzt... Wo möchte ich eigentlich? Ich kann hier gar nicht rein, ne? Hier ist eine fette Platte vor. Gut. Also nichts mit Dungeon betreten. So wie es ausschaut. Schade eigentlich, oder? Auf der Doktors Wyvern, einen Wyvern besiegen. Gut, das kriegen wir vielleicht hin. Schon. Die Mühe wird sich garantiert für uns lohnen. Schon möglich, aber was wenn nicht? Dann war es immerhin ein gutes Training. Richtig. Für dich vielleicht. Der Ravatoga, okay, das ist der Dungeon. Den Gipfel erklimmen. Machen wir das einfach mal. Erklimmen wir den Ravatoga. Auch cool, mal so einen Berg zu besteigen. Hallo. Würde ich gerne angreifen. Alter, was ist denn hier los mit dem Fokus? Manchmal geht er nicht. Die ganze Saison ist eröffnet. Ist immer gut, dass ich hier den... Gehen wir. Kann sagen, ja. Sprint habe ich aber gar nicht mehr. Ich habe das Ultima-Schwert hier angewählt. Wahrhaft unwirtlich. Ja. Hoffentlich kommen wir hier heil wieder runter. Ich hoffe, der Vulkan bricht jetzt nicht aus. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Wir stürzen hier auch mehr den Berg hoch, als dass wir ihn erklimmen. Sieht auch sehr lustig aus. Spindelhörner. Die einfach mal durchdrehen. Oder kämpft die ja gerade gegen die Skorpione? Boah, ja, wir sind auch eben gerade zwischen den Folgen mir schnell einen Burger reingedrückt. Bisschen komisch im Magen gerade. Bleibt wachsam. Die hier. Oh. Wow, das war echt peinlich. Das war echt peinlich. Da hast du recht, Prompto. Da hast du wirklich recht. Schluss mit dem Elend. Mut gegen Elend hier. Das geht so weit. Über einen Ausrutscher. Brillant. Schiss! Das war einfach. Das ging gut von der Hand, da hast recht. So, gehen wir jetzt lang. Links oder rechts? Die berühmte Wegesgabelung. Wir gehen aber mal links, weil jetzt aus. Der Weg gabelt sich hier. Welche Richtung nagt? Ich hab doch gesagt, links. Bevor ihr mich angesprochen habt. Ach nö, eine Sackgasse. Eiselement. Lässt sich nicht ändern. Zurück zur Abzweigung. Wieso? Ist alles gut. Gab ein paar Erfahrungspunkte. Ein Eiselement. Ist schön. Nur schon mehr räuspern. Unglaublich. Entschuldigung. Sandstein. You are my Sandstein. My only Sandstein. You make me happy. Blöder Berg. Noch ein gutes Stück. Also spar dir den Atem. Was gibt's hier denn? Was gibt's hier denn? Das sieht aus wie... Weiß ich nicht was. Ein Gewürz. Ketir Inga. Okay. Was denn? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Geilo. Oh, ich habe aber leider gerade nicht gesehen, was es war. Wird aber gerne den Rest noch aufheben. Danke. Danke. Ketir Inga. Wow, sehr beschwerlich hier der Aufstieg, so wie das ausschaut. Ausdauer. Ach was. Ich bin jetzt schon voll fertig. Hier wird Ausdauer verbraucht? Ich auch. Die Hänge sind steil. Ja, passt auf, dass ihr nicht runterrollt, ihr Sportmuffel. Sportmuffel, Alter. Mordspuffel. Kann ich irgendwo Pause machen eigentlich? Wenn ich mich hier so auf dem Stein... Ja, kann ich. Interessant. Siehst du, dafür wäre das Essen jetzt gut gewesen, dass die Ausdauer nicht verbraucht. Hätten wir hier ohne weiteres einfach hochlaufen können. Na gut. Zack. Dafür wird also Ausdauer verbraucht. Wir werden ja wohl hier ganz normal einen Berg hochgehen können, oder? Bitte dich! Da liegt was. Können wir mal eben... Alter, selbst hier verbrauche ich Ausdauer? Nur weil ich so einen geraden Felsen lang gehe? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder?
Massivknochen. Mhm. Gut, komm, gehen wir weiter. Geht hier auch dieser Exploit mit der Ausdauerleiste? Kann das sein? Ich möchte es ja jetzt nicht ausprobieren, weil sonst rutschen wir wahrscheinlich wieder 12 Kilometer runter. Meine Beine! Ich will's doch mal ausprobieren. Hab morgen bestimmt voll den Muskelkater. Ha, es funktioniert. Ihihihi. Oh, jetzt. Alter. Wie schnell wir uns jetzt auf einmal bewegen. Achso, weil wir auch laufen. Na, logen. Oh, oh. So, haben es geschafft? Wir haben es geschafft. Sind wir oben. Sind wir oben. Naja, fast. An irgendwas erinnert mich diese Stelle hier. Oh Gott. Ich glaube, das erinnert mich so ein bisschen an... Ich glaube, es war in Ni No Kuni. Auch ein sehr gutes Spiel. Gibt es übrigens auch bald einen zweiten Teil. Oh Gott. Könnte ich vielleicht auch mal Let's Playen, vielleicht auf meinem anderen Channel. Ich habe so viel zu tun. Unglaublich. Die Spielewelt lässt einem keine Ruhe. Ja, so ein bisschen erinnerte mich gerade dieser Aufstieg an Ni No Kuni. Ich weiß auch nicht warum. Gab wahrscheinlich so eine ähnliche Szene. Diese Hitze. Sie ja, nimmt spürbar zu. Sag mal... Wir sind doch hier auf einem Vulkan. Richtig. Recht? Richtig. Was ist, wenn der plötzlich ausbricht? Sind wir dann sicher? Das wirst du schnell genug merken. Genau, das sehen wir dann. Prompto. Oh, hier ist aber echt heiß. Machen wir da. Können wir da drüber laufen? Können wir bestimmt schaden, oder? Aufgepasst. Yeah. Das ist ja richtig in Fahrt. So, wer nicht anfällt. Das war ja nicht schwer. Also dann, wir verstehen uns. Einmalig. Yeah. Was hat er da für eine Gun, Alter? Bam, 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 bam. Weiter geht's. Ja. Gedenkmünze. Hier müssen wir also weiter. Neben dem Lavafluss. Ui, 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 ui. Winzige Feder. Muss ich hier irgendwo einen Wiffern auch erledigen, ne? Keine Ahnung, wann und wo und wie der kommt. Jump, jump! Eine weitere Gabelung. Bitte keine Sackgasse wählen, Locke. Ich flehe dich an. Kann ich hell sehen? Klatsch, klatsch, klatsch. Mal die Flakon. Wieder eine Gabelung. Hm. Hä? Achso, ja. Gerade mal hier lang gucken. Was vorhin links war, ist bestimmt jetzt das jetzige rechts. Ja, warm hier weit. Kann ich hier echt drüber laufen? Hier aber bestimmt Schaden, ne? Ja. Autsch! Die sind gefährliche Pfade. Das ist voll wahr. Wie ein Brathähnchen. Das sind sehr gefährlich. Wahrscheinlich ist es hier die Abkürzung. Wenn ich hier irgendwo reinfalle, bin ich Moose. Blausteinkristall. Ups. Hier voll auf Lava, ja. Warum gehe ich hier lang eigentlich? Lass mir das mal sagen. Aha. Ist das ein Wibbel? Nein, das ist ein Donnerrock, oder wie er hieß. Hey, hier zweigt dein Weg ab. Mann, was ist denn da los? Immer dieses Rumräuspern, rausschneiden, nervt. Okay. Hier ist wahrscheinlich. Was für eine Aussicht. Hier sollen wir ein Foto machen, ja? Auf glühender Lava! Fotozeit. Das will Viv also, ja? Na klasse. Sag mal, ist das Lava, die da unten fließt? Dann wir stehen war's auch auf das wohl in diese Richtung. Keine Lust auf ein heißes Bad. Suchen wir. Warte mal ganz kurz. Mal den nochmal nebenbei an. Dann müssen wir in eine andere Richtung gehen. Ja, interessant. Oh, was für ein Anblick. Ja, wir sind ja echt weit oben. Auf glühender Lava. Ich wiederhole mich ja gern. Hier ist sogar noch was zum Ernten. Das Ingwer. Lecker Ginger. So, wir müssen immer noch einen Wyvern besiegen.
Ist das hier jetzt die Abkürzung gewesen? Ah, hier geht's zu dem Refugium. Aha. Grünsteinkristall. Mann, ist das heiß. Ich schwitze wie ein Garula. Extreme Temperatur. Siehst auch so aus wie einer. Oh, hier. Backofen. Kann man den gleich von hier oben angreifen? Ein Drache. Dumm, Alter. War schon so dumm, Alter. Warum nimmt ihr den nicht in Fokus? Gibt's das? Hier ist übrigens Wyvern. Na, endlich. Schluss jetzt. Teamwork, Leute. Wie ist's hier mit? Echtes Teamwork. Ja. Ich wollte ja blocken, aber ich wurde weggedrängt. Lasst uns den zu Dr. Jäger bringen. Da wären wir also. Pronto, vorsichtig. Aber hallo. Gut. Haben wir auch Auftrag für die Frau Sanja Jäger. Der arme Vogel. Habe ich ihn vom Himmel geholt. Tut mir leid. Obwohl er mir eigentlich auch gar nicht, glaube ich, gar nichts getan hat. Er ist einfach nur rumgeflogen. Ich bin gerade zufällig hingesprungen. Naja. So, geht's hier echt noch weiter? Hier können wir hochklettern. Ach was. Was? Das auch da noch. Willst du hoch? Hast du einen besseren Vorschlag? Noch nie eine Wand hochgeklettert hier in Final 15. Na, trink ich mal einen Schluck. Prost! Und jetzt können wir hier nochmal hochklettern. Die richtige Bergsteiger sind wir ja hier. Warte mal. Ich kann hier gerade nicht ins Menü. Hier wäre vielleicht ein Ausdauerbalken auch nochmal interessant gewesen. Nur mal so. Kann ich auch schneller hochklettern? Nee. Wie hält er sich? Wo hält er sich überhaupt? Wenn man jetzt mal so sein Gehirn so spinnen lässt, sieht es auch aus, als ob er irgendwo einfach nur eine gerade Ebene lang krabbelt. Oder? Wenn du das jetzt mal so in deinem Kopf passieren lässt, sieht es einfach aus, als ob er kriecht und keine Wand hochkrabbelt. Liegt jetzt wahrscheinlich auch in deiner Kameraperspektive. So sieht es wieder anders aus. Obwohl, da könnte man auch denken, okay, man guckt von oben drauf und hier ist jetzt eine Kante. Ach ja. Ja. Kleine Inception gegeben. So. Ach, und hier ist das Refugium. Hier oben. Guck mal noch. Nicht schlecht. Hier könnten wir eine Pause machen. Wollen wir rasten? Boah, das ist ja geil. Schön auf dem Vulkan. Pause machen. Na komm her. Wir zelten. Schon wieder zelten. Du stell dich so an. Zu verwöhnt, Nockt. Echt mal. Außerdem kriegen wir FP dafür, wenn wir hier genug zelten. Und Ignis kann seine Kochfähigkeiten unter Beweis stellen. Olis. Olis Refugium. Mhm. So, was essen wir denn? Oh, ist wieder die Qual der Wahl. Die Qual der Auswahl. Grünes Curry. Feuerresistenz Boost. Wäre eigentlich ganz gut für hier oben, ne? Sogar noch besser. Alter, das ist ein kompletter Krebs, der da drin liegt. Wie geil. Will ich auch. Cup Noodles, ja, für Gladio. Nur für Gladio haben wir das erlernt hier. So, komm, wir essen das hier. Leckeren Krebs in Sud. Oder so ähnlich. Mildes Krabbencurry. Nom. Oh, das sieht so gut aus. Es sieht so gut aus. Wie es noch ranzoomt so ein bisschen, ne? Alter. Ah ja, was soll's. Ich habe jetzt immer noch keinen Erfahrungspunkte-Blocker reingepackt. Kein Problem, scheißegal. Mittlerweile ist es erstmal egal. Sieht gut aus. Expedition. Boys on Tour, sammeln. Ist das etwa Gentiana? Schon wieder! Tatsache. War sie denn überhaupt dabei? Gentiana war doch gar nicht da. Nein. Wenn sie auf dem Foto ist, dann muss sie wohl da gewesen sein.
Seltsam. Ich erinnere mich gar nicht, dass sie dabei war. Okay, wieder Gentiana gesehen. Es war, glaube ich, in einer Aufnahmesession, die flöten gegangen ist, dass Gentiana da mit auf dem Bild dabei ist. Deswegen habe ich auch die eine Trophäe bekommen. Ich weiß gar nicht, wie sie hieß. Tja, ich weiß echt nicht mehr. Auf jeden Fall gab es eine Trophäe für, dass da Gentiana mit dem Bild war. Also die kriegt ihr wahrscheinlich auf jeden Fall, wenn ihr zwangsweise immer Pause macht. Hab ich gut geschlafen. Ja, das Zelt ist höchst. So, Eis ist voll. Blitz. Auch voll. Müssen wir ein paar Zauber bauen, glaube ich. Wollen wir hier campen? Alter, wir haben gerade gecampt. Wir müssen hier weiter. Geil. Wie, sieht irgendwie cool aus hier, diese Ebene da unten. Hey, seht mal. Da unten. Was mag das sein? Das sieht aus wie eine Riesenarena. Alter. Ich habe irgendwie wieder eine dunkle Vorahnung. So, alles voll mit Zaubern. Na gut, wir gehen mal weiter gucken. Wir sollen ja hier den Aufgaben, das wollte ich ja. Erforsche den Ravatoga, genau. Das wollten wir ja. Passt auf, wo ihr hintretet. Genau, Jungs. Heiß ich Prompto? Und Prompto rutscht er ab. Ich laufe hier einfach mal ein bisschen, da sind schon Gegner. Bienen. Ich hasse ja Bienen, ne? Ich persönlich mag sie ja nicht. Also Wespen. Bienen ist okay, Wespen scheiße. So. Leute, ich würde gern mal wachsam. Anvisieren. Ich kann nicht anvisieren. Ist das ich kann. Jetzt kann ich. Was ist denn hier manchmal los mit der Steuerung? Wieso kann ich denn manchmal anvisieren und manchmal nicht? Von Weite. Von Entfernung meine ich. Von Weite. Na komm. Okay. Das war ja nicht schwer. Sie verstehen uns. Nimm das. Ist hier einer verwirrt? Was redest du da? Prompto? Geht's dir gut? Hast du etwa irgendwas abgekriegt? Was komisches? Jo, wir gehen wieder. Jo. Was uns wohl erwartet auf der Spitze des Vulkans? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe auch keine Vermutung. Jetzt muss ich endlich anvisieren. Das Anvisieren, es klappt manchmal nicht. Es tut mir leid. Schluss mit dem Elend. Nacht, wo hast du das denn gelernt? Ja, ich bin schon verwirrt. Sieht aus, als hätte er einen Schuss. Gott. Die Steuerung ist total invertiert und überhaupt gar nicht mehr da, wo sie sein soll. Alter. Ich glaube, Prompto war auch verwirrt gerade. Sieht zumindest immer noch so an. Ist ja gut, Prompto. Alles wird wieder gut. Es legt sich mit der Zeit. Und nun? Weiter geht's nur nach. Alter, da liegen Eier. First, Prompto. Oh. Natürlich mitten ins Nest. Nee. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich weiß, welches Viech hier wartet. So, hier kannst du mal ein Foto machen. Noctis hat Eier. Ach du Scheiße. Na gut, gehen wir mal weiter. Ah, ich sag nur ganz zu Anfang dieses Nein. Ganz Anfang dieses Riesenviech, ne? Wo wir da langgeschlichen sind, was dann weggeflogen ist. Ich glaube mal, das war das. Oh, und da ist ein Eingang. Sind wir da eigentlich immer noch hin? Sieht so aus. Es sieht echt so aus. Wir müssen über diese weite Fläche. Blub. Und da sind wir. Hier wartet bestimmt jetzt irgendwas auf uns. Krass hoch.
Diese Szenerie erinnert mich gerade an Final 11, wo man gegen Mart kämpfen muss. Wozu also noch mehr, ME? Jetzt, wo du es sagst, irgendwie unsinnig. Ich weiß nicht, ob du auch Final 11 gespielt hast. Mart war derjenige, der dich, die höchsten Stufen hat lernen lassen, also die höchsten Level. Du musstest natürlich, bevor du, glaube Level 65, dann musstest du gegen Mart kämpfen, um halt Level 75 zu werden. Total bescheuert, keine Ahnung. Und dieser Kampf war so irrsinnig hart. Du musstest auf jeden Fall ein Objekt sammeln aus irgendeinem Dungeon, wo du alleine sowieso nicht klarkommst. Oh Gott. Ist da echt runter? Gab's da hinten nicht noch irgendwas? Ja, du musst auf jeden Fall in irgendeinem Dungeon irgendein Zettelchen holen für ihn. Oder irgendeine Buchseite. Damit du... Genau, irgendein Zeugnis. Ein Schwarzmagierzeugnis brauchte ich natürlich. Um dann gegen Mart kämpfen zu können, damit er dich auf Stufe 75 lässt. Es ist unfassbar, Alter. Ich weiß auch nicht, warum die das gemacht haben. Endlich können wir in See stechen. Aufgepasst, Altissia. Wir sind unterwegs. Warte mal. Da ging es auf jeden Fall. Da gucke ich gleich nochmal rein. Also da muss ich nochmal zurück, definitiv. Dieses Löchlein da, was das da war. Vielleicht war das der Ausgang. Weiß nicht. Also die Sicht hier ist ja schon mal mega, ne? Boah, sind wir weit weg. Am Rande von allem. So, sind wir jetzt vielleicht gleich mal auf dem Gipfel? Da wird bestimmt dieses Vogelfiech auf uns lauern. Oh Gott, ich befürchte es! Da oben. Da oben sehe ich was. Sind wir am Gipfel? Das ach was. Ja. Sieh doch noch. Oh, ein Königsgrab. Ja, ist nicht wahr. Na gut, dass ich den Weg auf mich genommen habe. Unglaublich. Das Grab des Wilden. Und es war einfach nur ein Aufstieg dafür nötig. Bis jetzt. Alter. Eine fette Keule. Na, wenn die mal nicht träge ist. Wie viel haben wir denn eigentlich jetzt schon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich habe den Überblick verloren. Aber im Menü. Streitkolben des Wilden. Tja, Ravatoga erforscht. Sieht noch ziemlich heil aus hier alles. Haben sie gut in den Fels gemeißelt hier alles. Gerade gucken. Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hatte ich recht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fehlen noch. Puh. Ob ich die jemals finden werde hier? Cool. Na, haben wir es wenigstens hier noch zu was gebracht auf dem Gipfel. Königswaffe gelootet. War doch gar nicht so blöd, dass wir hier raufgegangen sind, oder? Was meinst du? Was meinst du? Ich bin aber auch trotzdem mal gespannt, was uns da in der Wurmschlucht widerfahren soll. Wo? So ein kleiner verkackter Gang hier, ne? Der uns zum Königsgrab führt. So ein ganz, ganz kleiner verkackter Gang. So, zu neuen Ufern. Ich mache mal hier kurz die Aufgabe. Blablablablablab. So, das noch kurz anwählen, weil da wären wir dann auf dem Rückweg auf jeden Fall vorbei. Diese Löcher hier in der Wand, die gefallen mir nicht, ne? Die gefallen mir nicht. Diese schwüle Luft. Du sagst es. Ja, so. Hier rutschen wir einfach runter, oder? Bist doch gewusst. Oh, 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 oh.
Puh. Erstmal in Sicherheit. Auf ein neues. Ist wahrscheinlich hier echt die Abkürzung? Ach nee, da ging's dann hoch, ne? Och, was? Keine Ahnung. Der Weg sieht neu aus. Der ist auch neu. Junge, Junge. Was für eine Aussicht. Aber hallo. Das sieht echt gut aus. Nur wie die Schatten sich wenden. Winden über den Landen. So, hier nur weiter. Alter, ist das jetzt hier quasi da eine Abzweig gewesen? Wenn ich jetzt da falsch gegangen wäre, wäre ich hier einfach mal dermaßen krass in die Sackgasse gelaufen. Sackgasse, nicht Kasse. Wupp. Oh ja, es geht abwärts. Jalala. So kann man auch den Berg schneller runterkommen. Oh! Vorwärts! Ja. Das ist ein Geschenk für dich! Perfekt! Ah, sind wir wieder hier am Anfang. Genau. Großartig, Lord! Kinderleicht! Schnappt! Okay! Vortrefflich! Echtes Teamwork! Die können jetzt ja jetzt gar nichts mehr hier, diese Bindehörner. Naja, sagte er und wurde so eben wieder gerungen. Beeindruckend. Was ist hier noch an? Bin beeindruckt. Gladio! Timing! Genau. Wups. Niedergerungen. Ah, cool. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt auch schon wieder den ganzen Berg einfach runterlaufe. Hätte man ja auch kürzer machen können, ne? Wahrscheinlich auch sagen können, ja, ich möchte es wieder zum Anfang. Mhm. Weiß nicht, ob es hier noch mehr gab. Kann ich dir jetzt nicht sagen. Möchte ich auch ehrlich gesagt nicht ausprobieren. Das wäre dann so eine Sache für ein, so ein 100%-Ding. Einfach nur mal hochgucken, alles erledigen und wieder weg. Los geht's. Zwischen okay. Klack und weg. Spawnpunkt hier direkt erwischt. Wo sind wir noch hoch? Vorwärts. Nicht noch hoch, ne? Ja. Ich glaube, wir sind schon bald wieder raus aus dem Dungeon. Jawohl. Nice. Gib, da sind wir raus. Kann ich noch nicht. Da hinten ist erst der Ausgang. Fett, ja. War cool. War ein cooler Ausflug. Chocobo ist sogar auch noch da. Sehr gut. Ravatoga erkundet. Aber wir machen das jetzt... Nein. Wir nehmen jetzt hier... Hallo? Taste? Genau, zurück zum Megalia. Kürz mal. Ja, da sind wir. Und... Vielleicht können wir Schnellreise machen. Zurück zu Sanya Jäger. Automatisches Fahren. Aufgabenziel. Ja, können wir sogar. Ui. Gut, abschließen. Wie wär's mit einer Pause? Pause. Hier gibt's keine Pause. Wir machen weiter ohne Pause. So, hier Sanya. Ich hätte gern Erfahrungspunkte. Schön. Perfekt. Besser geht's nicht. Und in gutem Zustand auch. Dafür kriegt ihr ein Bienchen. Hier. Danke. Kriegen wir jetzt wirklich ein Bienchen? Alter, 8000 Bienchen sogar. Nicht schlecht. Und ein Erdanhänger-Bienchen. Na, toll. Hallo? Schaut ihr euch die Fauna an? Oh. Das ist ja hier so ein Wärmebecken, ne? Schön regenerieren drin kann oder so. Schön war. Los, Jungs, ausziehen, baden. Gut.
Fahren wir nochmal zurück zu Viv, machen den Auftrag. Können wir da hochklettern? Bestimmt, ne? Ja, na klar, ich wusste es. Ich muss es tun. Ich habe da nämlich was. Ich sehe da was leuchten. Boah, ist das nervig. So. Silbermünze. Toll, alles das für eine Silbermünze. Kann das hier aufdrehen? Das Wasser mal leer machen? Nein. So, kann ich das jetzt hier aber, wenn ich runterrutsche? Irgendwie. Prompto? Ja, genau. Geh einfach mal durch mich hindurch. Lol. So. So, Regalia satteln! Automatisches Fahren. Wir wollen Aufgabenziel nochmal eben bei Viv vorbei. Ich hab's auch noch einen Feind. Aber das ist mir jetzt egal. Da sind noch Milliarden Fragezeichen, wie du gesehen hast. Das ist mir jetzt egal. Oh, wir dürfen nicht vergessen, uns mit Heilmitteln einzudecken. Der Satz wird langsam langweilig. Von dir. Was soll das heißen? Überraschend. So, Viv. Hallo, Viv. Na? Oh, ja, Fotos! Wie lief es denn? Naja, die Fotos haben wir für dich. Und 80 Millionen gehe ich ja gern für. Boah, der sieht cool aus. Gutes Thumbnail. Da liegt ein Schatz rechts in der Ecke. Ich zeig schon mit dem Finger auf den Bildschirm. Siehst es ja eh nicht. Nein, das ist ja wirklich enorm. Ihr habt all den Gefahren getrotzt und erstklassige Fotos gemacht. Jupp. War ja auch nicht anders zu erwarten. Prinz Noctis hat schon Schlimmeres überstanden, was? Sehr richtig. Woher weißt du... Ich habe euch mit Geld gelockt, um an Informationen zu kommen, die ich dem Imperium teuer verkaufe. Was? Hey, aber beim Anblick eurer Fotos habe ich meine Einstellung geändert. Ach so. Hier, euer Honorar. Ich weiß, dass ihr es nicht leicht habt, darum hoffe ich, das Geld hilft euch wenigstens ein bisschen weiter. Na gut, wollen wir nochmal ein Auge zudrücken, lieber Wiff. 15.000 Glocken. Na gut, das hat uns... Oh, ich will immer noch Fotos haben. Na gut, wir triggern es. Hey, Prinz Noctis! Sollen wir wieder was für dich fotografieren? Ja, als nächstes möchte ich, dass ihr mir ein Foto von eurer Heimat macht. Meinst du Insomnia? Genau, die Leser verlangen das. Aber ich wollte dafür natürlich nicht einfach irgendeinen x-beliebigen Fotografen losschicken. Der Prinz und sein Gefolge können das besser. Macht mir ein Foto von Insomnia, das Erinnerungen weckt. Nach Insomnia. Zur Klippe von Insomnia gehen. Begeben. Ja, das machen wir aber erst echt später. Ich werde hier mal gucken, was kann ich denn hier noch triggern eigentlich? Hier war noch ein Fragezeichen, oder? Ups, nee. Ich glaube, das triggere ich auch noch, aber dann begebe ich mich mal eben zurück. Ja, schön die Wand wegtreten. Begebe ich mich zurück, wegen Hauptmission und so. Wir haben jetzt hier den Ravatoga diese Folge erklummen. Königswaffe noch geholt. Alles sehr gut und schön, aber ich möchte jetzt auch langsam mal wieder weitermachen. The Main Storyline. Was denn? Ach, das ist hier der... ist beim Kraftwerk auf jeden Fall was. Da schon wieder wer müde? Ich noch gar nicht irgendwie. 10 vor 11? Nee, müde. Never. Gestern den ganzen Tag schlafen, heute den ganzen Tag schlafen. Also irgendwann ist auch mal gut. Alter, wie geil sieht denn das aus? Wie geil sieht denn das hier aus bei Nacht? Das Blaue. Krass. Hi. Oh, der freundliche Jäger. Ach, Holly. Meinst Mensch. Du mich? Ganz genau. Oh, habe ich mich schon vorgestellt? Ich bin Holly. Danke für die Hilfe neulich mit den Sichern. Kein Problem. Dass sie jetzt auch schon das Kraftwerk unsicher machen müssen. Ich war so aufgeregt, dass ich mir glatt den Rücken verknackst habe. Wie bitte? Ja, tut höllisch weh. Kann immer noch nicht richtig laufen. Und ausgerechnet heute feiert die Ventilprüferin krank. Jetzt darf ich durch die halbe Stadt humpeln und nachsehen. Feiert Soll krank. Ich das übernehmen? Aha. Wie? Du? Okay, also gut. Tut mir leid, sind ziemlich viele. Hm.
Die Klempner beim Dingensventil überprüfen 8. Boah, was? Weißt du was, das machen wir irgendwann mal wieder nebenbei, wenn wir hier in... Die Mädels hier müssen echt ranklotzen. Möchte ich nicht mittauschen. Solange sie nicht rumkotzen, als ist alles gut. Sie schon genug zu tun. Ja, sie echt kümmern mal. Sich um alles. Von Minenarbeiten bis zu den Wartungen. Okay, das machen wir echt später. Wir machen hier erstmal wieder zurück zum Regalia. Ich habe falsch Taste gedrückt. Zack. Zack. Dip. Und dann machen wir automatisches Fahren. Aufgabenziel. Ich will erstmal gerade noch zu dieser komischen Katze. Die ist ja da. Ich zu Insomnia und da Fotos machen. Unglaublich. Genau. Da geht ja auch zu unserer Hauptquest. So. Wir sind da. Gut. Monika um Rat fragen. Wer war denn eigentlich Monika? Ist das die Frau hier vorne gewesen? Keine Ahnung. Ich werde hier auf jeden Fall mal... Guten Tag. Gourmet-Katzenfutter. 20 kostet das sogar. Na gut, ich kauf's einfach mal. Jupp. Vielen lieben Dank. Bis bald. Na Ignis? Eine Idee bekommen? Das war ja ein halbes Vermögen. Ab morgen ist Sparen angesagt. Ja, das war echt ein halbes Vermögen. 20.000 für Katzenfutterrezept oder was das war? Ja, ob es sich lohnt, sehen wir, wenn das Licht angeht. Falscher Knopf. Schon wieder falsch. Ah, fuck. Fuck. Unfug. Mach hier nicht so einen Unfug. So, gleich mal Sicherheitskopie machen wieder. Sicherheitsstopp von der Aufnahme. 40 Minuten gleich. Mensch, na gut. Direkt aus dem Becken getrocknete EOS-Erbsen. Hä? Keine Ahnung, was das eben war. Boah, hier gibt es überall noch Fragezeichen, ne? Hallo Iris. Hey du. Gemüse anbauen? Nacht. Hä? Hör doch. Unser Feld ist fertig. Das ist nicht sie doch. Schau doch. Willst du vielleicht auch was anbauen? Was denn zum Beispiel? Weiß ich nicht. Gemüse? Ihr könntet es als Proviant mitnehmen oder verkaufen. Und was muss ich tun? Ich gebe dir Saatgut. Kannst es ja mal ausprobieren. Na, ich versuch's mal. Karottenanbau in Keim. Du kannst ab sofort Keimkarotten auf ihres Feld anbauen. Da Noctis die Karotte auf dem Tod nicht ausstehen kann, kann Ignis sie allerdings nicht zum Kochen verwenden. Okay. Selbst ist der Prinz. So, ist es hier drin? Der Auftrag? Alter! Mach doch einfach mal die Tür auf, wenn ich dich darum bete. Hallo, Talcott. Na, alles klar? Geht ja, danke. Hm? Alter, die Kaktorfigur. Geil, das? Will ich auch haben. Eine kleine Kaktorfigur. Die mag ich total gerne. Ach so? Ich. Au! In unterschiedlichen Farben zu kaufen. Es gibt sie noch in Gelb und Blau. Am liebsten hätte ich ja alle drei. Prinz Noctis, hast du sie schon mal irgendwo gesehen? Nein. Nein. Tut mir leid. Hab wohl nicht drauf geachtet. Ach so. Ja, warum auch? Aber von nun an halte ich danach Ausschau. Wenn ich eine finde, kaufe ich sie dir. Ja, vielen Dank. Das war ein bisschen schnell beendet hier. Mehrere Aufgaben wurden deiner Aufgabenliste hinzugefügt. Was? Sommersonne, vielen Dank, Kaktor. Prinz Noctis. Sommer, Sonne, Kaktus. Paella in the Bauch. Mein kleiner blauer Kaktor. Das ist alles so ein bisschen eingedeutschtes, ne? Ich würde ja echt gerne mal wissen, wie die Dinger auf Englisch heißen. Die Aufgaben. Sommer, Sonne, Kaktor ist ja so ein Helge Schneider-Dingens, Bummens. Prinz Noctis, was führt euch zu mir? Könntest du vielleicht was für uns kochen? Gern. Allerdings steht mir hauptsächlich nur Gemüse zur Verfügung. Ist nicht für mich, sondern eine Katze. Verzeiht, Hoheit. Das war mir nicht klar. Ja, mir auch. Ich bereite gerne etwas zu, aber momentan habe ich keinen Fisch. Oh, darum kann ich mich gerne kümmern. Ist das wahr? Entschuldigt die Umstände. Angeln liegt mir nämlich leider nicht besonders. Dafür bin ich ja da. Vielen Dank. Wenn sich nichts angeln lässt, dann könntet ihr vielleicht was kaufen. Einige Läden führen auch Fertiggerichte. Na, ob das was wird? Ein Seebarschfilet, haben wir das vielleicht? Herr Withered vielleicht? Nein, haben wir nicht. Weil das Ausrufezeichen woanders hin. Uns hin lötet. Leitet. Geh mal wieder. Oh, ganz schön belebt hier das Haus. Er ist also ein Kaktor-Fan. Wir sollten ihm einen kaufen.
Genau. Der Junge kommt nach seinem Großvater. So, Aufgaben. Zu neuen Ufern. Für das jetzt hier. Außergewöhnlicher Geschmack. Wir sollten in den Läden in Luzis nach den anderen Farben Ausschau halten. Gute Idee. Nicht wahr, Nockt? Yep, machen wir. Aber was wir jetzt erstmal primär machen, ist hier oben die Hauptstory. Mal weiter treiben. Warte. Ah, hier können wir das schon mal ausstreuen. Mitten in der Nacht. Beste Zeit zum Sehen. Gut. Saatgut sehen. Reifes Gemüse ernten. Nächsten Morgen aber erst. So. Ihr lieben Liebenden. Da oben ist das Ausrufezeichen, wo es uns weiterführt. Denke ich mal. Ja, würde aber erstmal sagen, ich mache hier wieder einen Cut. Bedanke mich erstmal wieder, dass du hier mit dabei gewesen bist bei Final 15. Nächste Folge schauen wir uns mal an, wo wir denn jetzt eigentlich überall eventuell hinfahren können mit unserem Boot. So wie das hier aussieht. Dann KM an Bord gehen. Machen wir dann nächste Folge. Auf jeden Fall dicken Dank wieder fürs Einschalten. Hoffe, dich dann wieder nächste Folge wieder zu sehen zu dürfen. Wenn es dir gefallen hat, natürlich der Daumen nach oben. Ja, und ansonsten dann bis nächste Folge. Also, hau rein. Tschüss, tschüss. Mach's gut. Bye, bye.